Ja, herzlich willkommen zurück zu Folge 6 bei Far Cry mit mir Momo hier auf Gammagon. Und zwar würde ich gerne die Folge ein bisschen anders beginnen, weil ich mich doch ein bisschen besser equippen würde. Nur ich glaube, für euch ist es ein bisschen langweilig, deswegen werde ich immer einschalten, wenn ich da bin und was gefunden habe, damit ihr seht, was ich gekriegt habe. Und dann direkt danach in die nächste Mission gehen. Also, bis gleich. So, hier seht ihr schon mal, ich wollte das Video eigentlich gerade starten. Da habe ich ein paar Sachen gekriegt. Die sind wohl noch von letzter Mission. Und ich habe mich mal ein bisschen neu designt mit ein paar neuen Waffen. Und deswegen wollte ich euch das nicht vorenthalten. Bis gleich. Ja, ihr seht, ich bin ein Stück weitergekommen und werde mir jetzt mal die erste Kiste holen. Und zwar die, auf der ich hier gerade stehe. Und dann direkt noch die nächste. Oh. Ups. So, sollte das Ding hier sein? Noch ein paar neue Treter, alles klar. Darcy, you're okay. Ach, ja. Das hat geklappt. Oh, Hola. muss ich hier tauchen? Hola. Ein bisschen Supremo Bond. Wunderbar. Und es lässt mich einfach nicht los. Ich werde hier hingehen und es muss doch irgendwie machbar sein. Also, ich melde mich, wenn ich das Rätsel gelöst habe, wofür ich anscheinend einfach zu doof bin. Ja, willkommen. Ich habe es tatsächlich dank der Crate gerade davor rausgefunden. Ich hoffe, ihr hört meine Waschmaschine nicht im Hintergrund, die geht gerade völlig ab. Und zwar erstens versuche ich hier noch für mein Bild den richtigen Ort zu finden. Ich hoffe, so langsam habe ich ihn gefunden. Und ich stand hier wieder vor. Und diesmal natürlich von unten einfach reingeschwommen. Dann konnte ich mir das oben alles sparen. Und dann haben wir erstmal hier hingegangen, hier vorbei, hier und hab dann gesehen, dass da neben der Gasolina genau sowas ist wie gerade. Und ich bin jetzt mal gespannt, weil dieses Holz, das habe ich ja gerade auch kaputt gemacht. Sollte das nicht klappen, werdet ihr es hier nie sehen. Es kann manchmal so einfach sein. Okay, es bleibt locked, auch wenn ich innen drin bin. Jetzt bin ich mal gespannt, ob sich das gelohnt hat. Der Autokrat. Arsenal. Arsenal London. Nicht Arsenal. Bleibt Arsenal. Ja, die scheint doch deutlich schön. Deutlich besser zu sein als die, die ich bisher hatte. Sieht ja süß aus. Eine kleine Taschenknarre. Und ich habe gerade vergessen nachzugucken. Ja, da nehme ich aber, glaube ich, lieber den die leisen Stiefel. Also am Tag bin ich damit deutlich leiser, weil die Sterne hinten nur nachts funktionieren. Gut. Nehmen wir so hin. Ich finde mich übrigens sehr schick. Und würde einmal sagen, wir können direkt weitermachen mit der Mission. Nein, ich hole sie mir noch eben. Ich kann sie nicht liegen lassen. Ich bin so ein Spieler. Ich muss jetzt erstmal hier alles mitnehmen. Es tut mir leid. Aber ich werde euch am Ende das Ergebnis zeigen. Ja, also eigentlich wollte ich erstmal alles einsammeln. Jetzt habe ich aber hier erstmal, was ich gekriegt habe, ist noch nicht angeguckt. Wieder ein Armband. Oh, okay, das nehme ich mal. Was konnte mein anderes? Ja. Bisschen mehr Ammo finde ich immer gut. Und ist mir egal, was der. Weapons Way. Nö, den finde ich cooler. Guck mal, es ist doch
Wenn man so in der Großstadt rumlaufen würde, würde man heutzutage tatsächlich nicht mehr auffallen. Aber ich habe hier, was auch immer das sein soll, gefunden. Honor Bendition. Idol. Gut, das habe ich für deutlich spannender gehalten. Aber wir sehen uns, wenn ich alles gesammelt habe, außer mir passiert irgendwas Spannendes. So. Jetzt haben wir es geschafft. Ich bin mit der Insel durch. Was haben wir gekriegt? Wir können einmal zusammen durchgucken. Hier soweit alle Sachen, die ich schon gesehen habe, sind jetzt erledigt. Mir ist aufgefallen, diese roten Bereiche, die bleiben auch rot, egal was man da erobert oder nicht. Das sind halt einfach Zonen. Da wird man relativ schnell angegriffen, beziehungsweise sind dann auch irgendwelche Gebäude, die von denen eingenommen wurden, in die man nicht rein soll, aber natürlich muss. Wir können einmal in meinem Equipment durchgucken. Was habe ich gekriegt? Ich habe eine schöne Shotgun bekommen. Die würde ich auch. Ja, ist die Frage. Eine Unique. Die Waffe hier gefällt mir eigentlich soweit ganz gut. Die hat einen guten Bums. Aber ist schon mal gut zu wissen. Eine Shotgun für später. Dann. Meine neue Anfeuerwaffe. Ja, gut, die macht ja gar keinen Schaden. Könntest du mal kurz angucken. Sieht ganz nett aus. Ist quasi das Ding hier. Nur in schick. Die haben wir wahrscheinlich auch nochmal. Achso, das wird wahrscheinlich die sein. Ah, okay. Verstehe. Anziehsachen haben wir auch noch neue. Und zwar einmal. Ah, das ist natürlich schön. Ein Parcours-Strap. Okay. Ah, dann sind wir ein bisschen schneller. Finde ich ganz gut. Wir haben neue Sneaker. Oh. Okay. Damit sind wir auch nochmal schneller. Ich glaube, das probiere ich mal aus. Ja, gut, das finde ich jetzt eher überflüssig. Nach dem Sliden schneller sein. Würde ich lieber meine Pants anbehalten, die meine Munition erhöht. Hier haben wir ja, einmal das hier. Ah, schnellere Stamina Recovery. Da finde ich aber auch das hier erstens schicker. Also bisschen drauf achten, wie man wirkt. Und Gradient Proof. Achso, okay. Die ist sowieso. Die macht das gleiche. Reduce Movement Noise. Ja, es ist eher die Defense-Variante. Das Ding kann gar nichts. Nö, dann machen wir doch das hier. Und wir haben. Ja, Corona-konform. Das aber auch. Ich würde mal sagen, lassen wir das an. Also wirklich alles hier Corona-konform außer dem Hut. Improves Weapon Sway. Lassen wir mal. Ich weiß allerdings nicht, wenn wir alles von einer Sache anhaben. Ich probiere das mal eben. Wir dann irgendwie einen Bonus bekommen. Ein Gesamtbonus. Jetzt haben wir ja alles von denen an. Scheint nicht so. Nee. Machen wir einmal rückgängig. Machen wir so einen schönen Helm. Das Oberteil und eine schicke Hose. Die Schuhe und das Armband lassen wir mal an. So, dann würde ich sagen, gucken wir noch mal. Hab auch noch Gunpowder und ein paar Sachen gekriegt, aber jetzt nichts Weltbewegendes. Wir traveln mal hier hin. Haben also die erste Insel, wo wir gestrandet sind, jetzt schon. Ich gehe davon aus, komplett erledigt. Alles mitgenommen, was es gibt. Und da waren tatsächlich ein paar sehr nette Sachen dabei. Ja. Ich überlege tatsächlich, also, ob ich mich ein bisschen umrüste. Da. Aber ein Maschinengewehr. Noch ein Maschinen. Ja, eigentlich kann ich das ja eintauschen gegen die Shotgun.
Eine Shotgun ist immer ganz praktisch. Honey, nobody's using the workbench right now. Saying. Okay. Und jetzt möchte ich nochmal rausfinden, wie ich hier rauskomme. Ja. So viel dazu. So. Wo müssen wir denn hin? So. Einmal zu unserer Chefin. Oh, das sieht ja nett aus. Ha. Muss ich direkt mal ausprobieren. Okay. Ey. Och, nice. Das ist ja praktisch. Kann ich hier... Ach, das hat uns ja doch auch gesagt. Ja, wir müssen tatsächlich da rein, wo wir gerade herkommen. Ey! Okay. Ja, das Ding gefällt mir. Und ich bin stuck. Hier unten ging's rein. Wow. Ich muss mir nochmal markieren, damit ich sehe. Ah, okay. Das ist gar nicht so weit. Hier ist unsere Hauptmission. Ja, guten Moin. Ja. Okay, 2000 Meter. Jetzt verstehe ich auch. Ah! Ich hoffe, ich habe das Ding erst gerade nicht kaputt gemacht. Das würde ich dann direkt gerne mal benutzen. Muss man hin, da hinten hin. Wie war das jetzt nochmal? Okay, ich fahre wohl immer 40 Stundenkilometer. Also geht's nur hoch. Ah ne. So. Okay, ich gehe davon aus, dass die roten Punkte diese Aircraft, diese Dinger sind, die mich abschießen können. Wovon er ja berichtet hat. Bisher sieht es aber ganz gut aus. Ich habe das Gefühl, ich komme überhaupt nicht voran, aber gut. Nö. Lass mich in Ruhe. Madrugada. Kurz auf der Map. Ja. Okay. Oh. Ah, hier sind die Sachen für die Cave. Das sieht böse aus. Jetzt auch noch einer, Rang 3. Und hier Rang 7. Gut, aber am Rand zu Rang 3 und Rang 5. Oh. Lara, who am I looking for in Madrugada again? You want Carlos Montero, the leader of a group of farmers trying to take back their land from the army. But he'll never meet with you. Why not? He's what you would call
Old school. Doesn't like outsiders and doesn't trust anyone except family. Great. Don't worry. Philly can help you. He's your inn. He's at his shop near the Martinez airstrip. Oh. I'll keep on busy. Nothing worth fighting for. Suerte, Danny. Ja, so viel dazu. Restricted Airspace. Ich hoffe, ihr könnt es lesen. Natürlich könnt ihr es nicht lesen. Dann wandert meine Kamera mal eben ein Stückchen nach rechts. Oh, smooth gelandet. Haben wir jetzt eigentlich schon was aufgedeckt? Okay, nur da. Ah, hier ist es. Okay. Ah, ich verstehe. Die Dinger mache ich auch auf jeden Fall kaputt. Aber jetzt gucken wir erstmal. This place is colorful. Some soldados, let us listen. Tech Rate Share. Alles klar. Okay. Habe ich jetzt was aufgedeckt, ne? Ja, das war klar. Ah, hier gibt's Gunpowder und Supremo. Bon. Sehr schön. Ja, ist deutlich vielseitiger als die bisherigen Far Cry-Teile. Und, oh, der war ja schwer zu finden. Gucken wir mal, was er uns zu sagen hat. You Philly? I'm Danny. No, 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 no Philly here. Whoa, what's in your bag? Know where I can find him? Cerveza. So who's in charge? Everything got another purpose. And you come here for a second. Can you just come here? And you hold that down for me. That's a dead man switch. One move. So... why are you here? I'm with Clara from Libertad. Didn't she say I was coming? Clara, Libertad! That's a big name to throw around. Cool. But I don't see Clara. I only see you. So why are you here? Got family to save? Got kids? No. So what do you want out of this? I want my finger off this switch. And I want to know who's going to help me take down Castillo. Okay. You're safe now. So you're Clara's hero, eh? I'm no hero. Sonny, so worried, you worried! Philip Magic, baby. Want us to help Libertad? You need Carlos Montero, our backbone. His family is gonna save our land. Great. Take me to him. No, 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 no. Step one, Philly needs to love you. Step two, Baby Montero needs to love you. Baby Montero. See that? Chorizo, come on, let's go back. La espada. No. You know, last time I heard, she went to hit that outcast plantation east of here. She likes you, you're in. A good luck finding her. La espada, man, she's a fiera. Oh. Next time I see you, I want to play with that crazy backpack, deal? No. Well, then don't let the poison get you down. Fucking comedian. Okay. Es wird giftig. Ich glaube, wir müssen unseren schönen Helm, den wir übrigens gerade gar nicht anhatten. Warum hatten wir den nicht an? In der Zwischenfrequenz. Ich würde sagen, es liegt ja auf dem Weg. Können wir noch eben mitnehmen. Oh. Gasolina. Bin ich mal gespannt, wofür wir das brauchen. Schon eigentlich einiges gesammelt davon. Na oh, komm. Call for a horse. Instant horse. Oh ja, nice. Vamos. Don't worry. I'm a friend. Billy? Who's this? Danny. You know, the guerrilla you tried to blow up?
What's this plantation look like? You know, cigars, white suits, dinner parties. Except with guns. Come on, Big City Hero. Wie komme ich da? In the west now. It's a plantation. It's an old building with tobacco all around. Espada got her eyes on a lieutenant, so she's probably inside. Who is she after? I don't know. The Monteros play it quiet here. And you might actually want to try doing the same. Okay. Mohote supply drop diverted. Confirm retrieval at new location. Copy. On the way. A special delivery. Oh, just oh, oh. For me. Oh. How nice. Hey, Clara. Make contact with Carlos Montero yet? Not exactly. Apparently, I have to find his daughter first. Ah, yes, Camila. Do whatever it takes. We need the farmers behind us if we're going to take the west. Heading there now. Call you once I've met Carlos. Aww. That'd be great, Danny. Kamera. So, jetzt müssen wir uns ein bisschen beeilen. Ich weiß nicht, ich nehme mal keine Wege. Ups. Ja, aber das sollte doch von der Zeit her reichen. Darf ich hier durch? Yes. Das war knapp. Jetzt habe ich kein Pferd mehr. Jetzt wird es auch allgemein knapp. Das finde ich cool, so kleine Zeitspielchen. Hätte ich natürlich jetzt noch mein Aircrafting. Oh, nice, Coco. Hm, sorry. Come on. That's a good horse. Ja, das ist mir jetzt gerade egal. Don't kill me! I have children! Put that weapon over there. Ich glaube, der Typ ist tot, ne? Ja. Ja, ich hatte jetzt nicht so die höchste Aufmerksamkeitsspanne, muss ich zugeben. Aber das schaffen wir noch. Oh. Unfair, ich habe nichts gesehen. Doch was knapper als ich dachte. Ja. Ja, jetzt schneller, wenn ich die Waffe geholstert habe. Aber das sollte ich schaffen. Da kann ich Spot. Okay. Kurz den Muni laden. Okay. Wo ist der Typ mit dem Flammenwerfer? Achso, du warst das. Ah, welchen war schon? Repinga. Mal gucken, was das jetzt Schönes gibt. This is a major hall. Clara better be proud of me. Nice.
Gunpowder, das ist doch schon mal sehr schön. Aber doch noch mehr, oder? Ja, Supremo Bond. Okay. Ja, das ist... Das macht Bock. Ich würde dich sagen. So, wo muss ich denn hin? Da oben, Tobacco Valley. Da kann... Das ist ja auch cool. Ich kann Rennen fahren. Aber ich glaube, ich hole mir jetzt erstmal die Leute, die mich umlegen wollten. Ja, schaffen wir es noch zur Mission? Ich weiß es nicht. Aber ich muss echt sagen, das Spiel hat Autos mit viel zu wenig PS und macht echt Bock. Ups. Mein Gott. Guck, da ist ein Poster. Ich glaube, das kann man auch noch mitnehmen. Hola, this is Yami. Found your number on a poster about racing. Oh, if you like racing, you call the right number. We do it guerrilla style. Each track is marked with checkpoint flares you gotta drive through. Try to beat the best time. You in? I'll try it. That's the racing spirit right there. I like you already. Suerte! Sehr schön. Es gibt also noch mehr. Und ich würde sagen, wir berserkern hier mal durch. Ui. Ey, da ist ja noch eins. Himmel her braucht er viel. Waren hier der Chefe. Huch, Der hat echt was. Who's making you supremos, Danny? Tell me the truth. What the hell are you talking about, Juan? I bet you got uranium burning a hole in your pocket. How come we haven't seen you in a while? You don't like my supremos or resolver weapons? Of course I like them. I've been busy. See. Well, I miss you. Team Juan misses you. And if you can get your ass promoted, we can have some fun hooking you up with my beautiful toys. Okay, ich habe also weiteres Uran erhalten. Und, ach genau, ich muss ja noch die Anti-Aircraft zerstören. Not only brings life to the world, it brings life to the world. Oh, noch mehr. Zieh diese Waffe, Mal gucken wir uns erstmal das Ausrufezeichen. Ah! Hier sind auch nochmal zwei schöne Dinge. Na. Okay, das heißt, man findet überall so Karten. Das Ding muss ich doch irgendwie in die Luft jagen. Unhöflich. Sag nicht mehr, ich muss mir abgewöhnen, hier die ganze Zeit
nachzuladen. Die Supremo gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Die Musik eher weniger. Ah, ja. Oh, ich muss es mir wirklich anhören. Cortina Weather Station is swarming with soldiers. If you can get out of there alive, whatever you learn will be useful to us. Hey, ein neuer Außenposten. Da haben wir ihn. Fokus. Da ist ein Pferd. Beautiful horse, thank you. Or I'll kill you. Was ist mit dir? You're okay. Ich brauche ein Auto. So. Die können echt nicht Auto fahren hier. Das ist unglaublich. Aber die Einschusslöcher gefallen mir. Hier ist der Außenposten, den. Boah. Wollen wir aber mal noch nicht. Den lassen wir mal liegen. Hey Clara. Know of any reason the military would take over our weather station? You're in the West, right? I've been wondering about that place myself. See if you can find a computer. It must be logging whatever they're up to. Sure. I'll take a look around. Muss mal eben den Weg nachgucken. Okay. Ist mein Auto kaputt, oder? Wir lassen jetzt alles liegen und machen erstmal die Hauptmission weiter und ich hoffe, ich komme bis da. Aber ich muss echt sagen, ja, ich weiß nicht genau, was hier. Gerrit musste es ja leider rausschneiden, aber es sind auch schon vorher im Auto ein paar interessante Sachen passiert. Sniper, okay. Das ist echt interessant, wie hier gefahren wird. Und ich glaube, das wird auch noch rausgepatcht. Aber mein Gott, sind diese Autos... Alter Schwede. So, alles seine Ordnung haben. Piep, piep, piep. Perfekt. Okay, mir fällt gerade auf, ich hätte eine Werkbank mitnehmen sollen, da ich keine Muni mehr habe. Aber gut, wir haben ja noch hier ihn hier. Braucht zwar ewig zum... This Espada is in fucking around. Ah, okay. Señor Presidente, for those
Machine Gun. Was soll das sein? Nett. Aber ich bleib erstmal bei der Waffe hier, die gefällt mir gerade sehr gut. Das klingt nicht gut. Okay. Okay, wo ist er? Zum Glück bin ich nicht extra zu einer Medicine, brauche ich jetzt gerade eh nicht. Also wir suchen unseren Compadre, mit dem wir uns befreunden müssen. Die Photovoltaikanlage, nett. Frage ist halt wirklich nur, wo könnte er stecken? Habe ich keine Sniper zum Gucken, aber ich habe ja eh keine Sniper. Also das sind die Tobakofelder. Da ist er doch. Das war er nicht. Hoffe ich. Okay. Ah. Another one. Sword? Oh, ich bin da dran. What's happening up there? No. You know who's a traitor to our country? Your boss. Ah. Okay. Stop! Please! Ist das Ellie? Who the fuck are you? Danny, from Libertad. You baby Montero? Baby Montero? You fucking Philly. I need to talk with your father. Clara wants to make a deal. Clara's name doesn't mean shit around here. You work for Clara Garcia? You're Carlos Montero's daughter? Please don't kill me. Tell me where your lieutenant went. Promise you won't kill me first. Ah, Cayo Villarreal! Cayo Villarreal! It's Jose's private island. Got what you need? No. But it's enough. And him? And he's gonna tell his boss, Jose Castillo, that I'm gonna kill all of his lieutenants, one by one. That's for fun. Then I'm gonna free all of the outcasts making that bullshit tobacco. That's for my people. And finally, he's gonna tell Jose that I'm gonna slit his throat right aquí. And that's for me. I feel like I should write this down. Just tell that short little pig fuck this sword was here. And tell your friends they're on the wrong team. Let's go see Papa. Okay. We'll take the horses outside. Okay. Sie hat eine Waffe in der Hand, dann nehme ich auch mal lieber eine in der Hand. Sounds like they found the bodies you sliced up. Military's going to be on our ass. Intruders! We got soldiers!
Ah, ich mach Lust drauf. Schade. Ich muss mir abgewöhnen, immer direkt nachzuladen bei der Waffe. Oh, die Waffe ist verdammt gut. Mein Gott. Weg mit dir. Nicht überhitzen. Oh, da ist ja noch einer. Oh, oh, oh. Okay. Wenn sie das sagt. Come on, right behind you. Ist da noch jemand? Wo willst du hin? Ah! Keep up and stay close, okay? Okay! Let's ride. Come on. So. Ja, es war clever. Problem. Nein. Okay, auf R1 ist nicht die Handfeuerwaffe. Okay, wir lassen ihn einfach in Ruhe. Bin ich auch gut. Nicht den. Das war ein Panzer. Ah, Ansichtssache. No road to follow, okay. Okay, think we lost them. See, we're good. You ride well. You're not bad yourself. Where did you learn to shoot like that? Military Academy. 16 to 21. We can use that. I also make a mean mojito. Believe that when I taste it. I haven't had anything but Philly septic tank shit for weeks. I'm going to pretend that's not a thing. Seems like Castillo's made things pretty rough out here. His nephew Jose is the real problem for us. We call that tiny bastard Napoleon Pegueg. Little Napoleon? Cute. The name is cuter than the man. The Monteros have been on this land for 200 years. And now he's turned it all into slave camps for that Vivido bullshit. Jose works our people non-stop with a gun to the head. Come Mierda even took my papa. He was in those fields too long. Poison made him sick. Not that he'd ever admit it. Now papa leads a little revolution of his own. You're going to need libertad if you want to stop Castillo. You're not the first one to tell me that. But papa's got a bit of pride in him. Only trust his own blood. You're a Montero or you're a nobody. So what you're saying is, I'm fucked. I don't know. There's something different about you. You're not like the others Clara sent. Maybe he'll like you. Maybe.
Hey, Clara. How far away is this camp of yours? Not far. You in a rush? No, no. It's okay. Getting some good cardio in. Also Clara hat schon andere hier hingeschickt, was wohl nicht geklappt hat. Ich muss zugeben, ich vertraue denen noch nicht so ganz. What's going on? You're in the West now, Guerriera. The sword and the hero. Nice to see you two alive. Okay. Not all find it, Hannah. It was all trouble, but lucky for you, this one's good. Well, you're just in time. El Jefe's making dinner. Oh, der Hund hat mich. Was? Eso. Alle Papa. Esa Jefe, claro que sí. Okay. Yeah. Who were you? Scouting. Bullshit. Who's that? My name is. I'm not asking you. Easy, Papa. This is Danny from Libertad. Libertad don't mean shit to me. And where's her blindfold? Papa, look around. These are farmers, not fighters. You want Chorizo to go out and blow up Napoleon el Pequeño? Hey, 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 leave Chorizo out of this. Our people need to learn to be a guerrilla, Camila. From us? That's why I'm here. Don't look like no guerrilla to me. All I see is a tourist. Okay, vielleicht doch was anderes anziehen sollen. You, Camila. He likes you. Welcome to Finca Montero, hero. Come on, Choriz. Save it for dessert, buddy. Come on. Ja, jetzt sehen wir doch vernünftig aus. Okay, warum sind... Camp Facilities, okay. Okay, also das heißt, hier kann ich das Camp upgraden. Warum haben wir jetzt... Was Vanessa Thurston? Clara, I made contact with the Monteros. How did it go? Come on. Well, Carlos wants nothing to do with me, but I get along with his daughter. I think she's my way in. You need to understand them. The work become never one ends. Of them. First step is understanding this camp. I'm going to have a look around. Okay, Danny. Take care of yourself. Faster. Okay. Gut. Wo sind wir hier genau? Ui, da gibt's viel zu tun. Okay, das machen wir auf jeden Fall als erstes. Also der Hund, der hat mich wirklich gekriegt. Sehr schön. Okay, also, ich bin jetzt bei den Monteros und wie wir am Anfang schon festgestellt haben, muss ich mich hier jetzt ein bisschen einschleimen. Tot. Nee. Ich muss echt sagen, das Spiel gefällt mir. Gefällt mir sogar sehr gut. Also jetzt auch gerade mit der Grafik ist natürlich nochmal umso schöner, aber auch inhaltlich bietet deutlich mehr Abwechslung als die bisherigen Teile, wie ich finde. Und ja, wir haben ja noch ein bisschen was vor uns, ne? Klar wird sich bestimmt irgendwann alles ein bisschen wiederholen, aber ich würde sagen, wir sehen uns bei der nächsten Folge, wenn wir uns um den kleinen Hundimann kümmern und ein bisschen weiterschnetzeln. Bis dann. Ciao, ciao.